Ja Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Das Video soll mal ein kleines Update geben zu meinem Kanal, wie es hier weitergeht. Die, die mich regelmäßig schauen, haben bestimmt schon mitbekommen, dass ich nicht mehr jede Woche ein Video hochlade. Liegt einfach daran, dass ich mir den Produktionsdruck rausnehmen möchte. Ich habe ja letztes Jahr wirklich jede Woche ein Video hochgeladen. Ja, und das hat dann eben dazu geführt, dass ich immer ungerne YouTube-Videos gemacht habe. Die Ideen sind mir immer schwieriger eingefallen und die Videos sind auch relativ kurz geworden. Ja, also wenn man sich hier mal die letzten Videos anschaut, die Durchschnittslänge ist wirklich relativ kurz. Gleichzeitig ist es aber so, dass bei Projekten, die mir wirklich Spaß machen, die Videolänge deutlich länger ist und ist auch gefühlt, die Videoqualität ist mir da besser gelungen. Ja, das ist vor allem in der Campen im Golf 4 Serie so, bin ich der Meinung, sind mir Videos besser gelungen. Ja, und bei all den anderen Sachen, was mir wirklich Spaß bereitet, sind die Videos eben auch länger geworden. Ja, das sieht man hier dann auch wieder. Gerade die Videos, die mir aber Spaß machen, bringen meist weniger Klicks. Verständlicherweise, weil das ja auch ein bisschen persönlicher ist als die anderen Videos, beziehungsweise auch sehr persönlich. Aber in Zukunft möchte ich diese Kategorie auf meinem Kanal eben weiter ausbauen. Das sind einfach die Videos, die mir mehr Spaß machen. Es werden natürlich auch noch Software- und Windows Videos kommen, das wird mit Sicherheit noch mit eingestreut werden. Allerdings mache ich da eben auch jetzt nur wirklich Videos, wenn es mir Spaß macht und wenn ich dafür Zeit habe und wenn mir gute Ideen einfallen. Ich möchte jetzt nicht einfach Videos hochladen, um sie hochzuladen und mir da irgendeine Idee bereitlegen, das macht mir einfach keinen Spaß. Deshalb gibt es eben in Zukunft einfach weniger Videos, die dann aber hoffentlich besser produziert sind und die mir vor allem Spaß machen. YouTube ist für mich ein Hobby, das bringt ein paar Euros ein nebenbei, die schauen wir uns dann gleich nochmal an. Es ist aber bei Weitem nicht so, dass sie hier irgendwie den zeitlichen Aufwand rechtfertigen würden. So ist es überhaupt nicht. Und deswegen möchte ich einfach, dass ich wenigstens Spaß an der Sache habe, denn bisher hatte ich Spaß, ja, und ich habe mir das so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, und das möchte ich eben in Zukunft vermeiden, dass ich da eben wieder Spaß am Produzieren der Videos habe. Schauen wir jetzt mal in die Einnahmen von meinem Kanal herein. Ich möchte da gar kein Geheimnis draus machen. Und hier sehen wir dann schon meinen geschätzten Umsatz. Und ich gebe mal ein, die letzten, oder hier das letzte Jahr 2022. Da seht ihr also, wie viel ich mit meinem Kanal verdient habe. Ja, das sind jetzt 1330 Euro ungefähr. Und ich habe eben da etliche Videos hochgeladen. Jede Woche eins müssten also so ein bisschen mehr als 50 Videos gewesen sein. Ja, und wenn man sich jetzt hier eben mal anschaut, welche Videos haben denn wirklich geklickt, ja, dann sind unter den Top 10, ja, unter den Top 10 sind einfach Videos, die schon mindestens 2 Jahre alt sind. Bedeutet für mich also, die ganzen Videos, die ich jetzt im letzten Jahr produziert habe, die können zwar noch eine Langzeitwirkung haben, aber eigentlich der Erfolg, der jetzt hier auf meinem Kanal zu sehen ist, hat eigentlich gar nichts mit dem letzten Jahr zu tun. Und ich kann das auch nachvollziehen, da ich dort eben auf Krampf Videos produziert habe und das möchte ich einfach nicht mehr. Deswegen werden eben in Zukunft weniger Videos kommen. Ja, ich möchte euch jetzt auch gar nicht weiter vollheulen. Seid gespannt, was auf meinem Kanal erscheinen wird. Ich hoffe, ihr schaut da auch weiterhin mit rein. Ich denke, da werden ein paar coole Projekte mitkommen, wo man dann auch vielleicht meine Begeisterung mehr mitbekommt als bisher. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns hoffentlich auch weiterhin auf meinem Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.